Hallo zusammen. Vor einigen Wochen hat mich die schwedische Firma Sudio angeschrieben, ob ich nicht deren Kopfhörer mal reviewen möchte. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, schickt sie mir zu. Das haben sie gemacht und hier kommt die Review dazu. Also, so sieht die Verpackung aus. So von oben, so von der Seite. Und da seht ihr auch den Namen. Und ich hoffe, sie lynchen mich jetzt nicht, wenn sie das hier hören und hören, wie ich das ausspreche. Ich nenne es mal Vasabla. Es gibt auch noch die Vasa-Variante ohne das Bla dahinter und die sind dann mit Kabel. Diese hier sind Bluetooth-Kopfhörer. Vielleicht bedeutet dieses Bla irgendwas in Richtung Bluetooth. Ich kann es euch nicht sagen. Auf der Rückseite sieht man, was alles hier drin ist. Also wir haben die Kopfhörer, wir haben Ledermäppchen, wir haben verschiedene Größen an Frömpfel, die wir in die Ohren stecken können und wir haben hier so eine Klammer. Dann gucken wir mal rein ins Päckchen und wir haben hier so einen Magnetverschluss und hier ist das alles schön aufbewahrt. Hier sind die Kopfhörer drin und hier sind die ganzen Zubehörteile drin. So, beiseite mit der Box und her mit den Kopfhörern. So sehen sie dann in Natura aus. Das sind sie, die Vasabla und das ist noch ein bisschen das Zubehör. Hier haben wir so ein kleines Ledermäppchen, wo wir sie reintun können. Dann haben wir hier einmal den USB zu Micro-USB-Anschluss bzw. das Kabel, um die Kopfhörer aufzuladen. Hier sind die ganzen Frömpfel und eine Metallklammer. Farblich passend zu dem rosa Gold, Rose Gold hier oben dran und zu dem Knopf auf der Mappe. Und ich bin mich ein bisschen überfragt, was ich mit dieser Klammer machen soll. Bei diesen Vasa-Kopfhörern, die halt das Kabel dran haben, da verstehe ich das, weil dann kann man das schön irgendwie hier ans Hemdchen stecken. So wie so eine Krawattennadel oder so, ne? Und das Kabel da einfriemeln, dass es halt hier am Shirt anliegt. Bei Bluetooth-Kopfhörern hat man so wenig Kabel, deswegen bin ich ein bisschen überfragt, warum haben die überhaupt diese Klammer dabei gelegt, aber na gut. Dann ist noch eine Anleitung dabei, eine Kurzanleitung und eine Garantiekarte. So, und das ist eigentlich alles, was im Päckchen ist. Jetzt geht's zur Review, denn das ist ja das eigentlich Interessante daran. Vorweg gesagt, die Kopfhörer kosten 90 Euro, wenn man die bestellt. Ihr könnt den Rabattcode randomzeugs15 benutzen, dann bekommt ihr 15% Rabatt auf die Dinger. Und ja, Versand ist kostenfrei nach Deutschland. Ich habe gerade das Video, was ihr jetzt gerade schaut, geschnitten. Und dabei ist mir auch gefallen, dass ich die Kopfhörer mehr oder weniger richtig angepriesen habe, in den Himmel gelobt habe und dass das Video fast wie ein Werbevideo für diese Kopfhörer rüberkam. Und nicht wie eine richtige Review. Und ich möchte nur noch mal ganz kurz festhalten, dass ich von der Firma Sudio keinen Auftrag bekommen habe, stell es positiv dar, sondern nur Reviewe es ehrlich und hier hast du das Produkt, um es auszuprobieren. Und wenn es jemandem gefällt, dann kann er den Code benutzen. Also ich habe nichts davon, ob ihr das kauft oder nicht. Und es ist einfach nur so positiv, weil diese Kopfhörer wirklich so positiv sind. Und ja. Also es ist wirklich meine Meinung und es ist nicht irgendwie Marketing oder ein Werbevideo von diesen Kopfhörern. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz einschieben. Nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse auftreten. Und ja, weiter geht's mit der Review. Wir gucken uns mal an und was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, wie klein die Fröpfel doch hier oben sind. Wenn ihr mal guckt, das ist echt winzig für Bluetooth-Kopfhörer. Das ist relativ normal bei normalen Kopfhörern, aber für Bluetooth-Kopfhörer ist das sehr, sehr klein. Das hat, ja, oder das ist möglich, weil ihr seht, hier gibt es zwei kleine Päckchen an dem Kabel. Das eine ist die Fernbedienung, wie wir das ungefähr bei jedem Bluetooth-Kopfhörer kennen, ne, wo dann auch das Mikrofon dran ist und wo man pausieren, lauter, leiser, weiter und zurück machen kann. Und dann haben wir noch ein extra Päckchen. Und da sind zum Beispiel dann die Batterien drin, der Akku drin, womit wir das aufladen können. Hat zwei Vorteile, dass das so ist. Erstens, diese Dinger sind deutlich kleiner, als wenn man sie jetzt zum Beispiel mit den Bose Sport vergleicht. Da seht ihr, wie viel kleiner sie sind. Und der zweite Vorteil ist, dass wir hier auf beiden Seiten ein Gewicht haben. Das heißt, wenn man sie reintut, ihr kennt das vielleicht, irgendwann ist die Seite, wo man die Fernbedienung drin hat, viel weiter vorne und die andere hat sich nach hinten verschoben. Das hat man hier nicht. Die bleiben einfach gleich. Immer auf gleicher Höhe. Das passt, da rutscht nicht irgendwie eine Seite immer nach vorne oder nach hinten. Von da aus ist das schon mal ein großer Vorteil.
Auch wenn ich persönlich denke, naja, so hübsch sieht das nicht aus mit diesem großen Fropf, aber ich finde es immer noch besser, als diese großen Fropfen hier oben dran zu haben und irgendwo muss der Akku ja hin. Das Kabel, was mir auch sehr gut gefällt, ist halt so ein Flachkabel, nicht so ein rundes Kabel. Dadurch hat man auch nicht das Problem, dass man die Dinger ständig verheddert hat und so. Also auch das ist gut und man muss nicht immer erst austrangieren, damit sich das nicht hinten irgendwelche Wellen wirft, wie sich das verdreht. Also, so haben sie erstmal eigentlich alles richtig gemacht bei diesen Kopfhörern. Und dann stecken wir sie mal ins Ohr, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Also so rein, ein Fropf rechts reingedrückt, ein Fropf links reingedrückt und dann halten sie. Ihr seht, hier haben wir jetzt beide diese Dinger und egal wie ich das schlecke, die bleiben so auf einer Seite und ziehen sich nicht, wie gerade angesprochen, so eins nach hinten, eins nach vorne. Das passiert eigentlich nicht bei denen. Ich habe sie jetzt knapp 4 Wochen getragen und getestet und hatte damit keine Probleme. Auch mit dem Schlagen ans Kabel, ja, das wird dann weitergeleitet ans Ohr. Von da aus würde ich sie nicht unbedingt als Sportkopfhörer benutzen, aber sie sind jetzt im normalen Alltag nicht irgendwie störend, dass diese Schläge weitergeleitet werden. Das hat man, wenn man läuft, dann ist es vielleicht ein bisschen an der nervigen Seite, aber im Alltag merkt man das eigentlich gar nicht. Ich habe da erst nur auf eine Frage zu anderen Kopfhörern letztens darauf reagiert, dass das bei denen doch sehr gedämpft war und bei diesen hier ist es halt nicht besonders gedämpft, aber es ist jetzt auch nicht übernatürlich laut, also relativ normal und durchschnittlich. Was nicht durchschnittlich ist, ist die Klangqualität. Die Klangqualität ist richtig gut. Diese Kopfhörer haben bisher mit den besten Klang, den ich je bei Bluetooth-Kopfhörern erlebt habe. Ich hatte ja gerade schon mal die Bose Sport mit im Bild. Diese hier sind vom Klang besser. Sie haben einen satteren Bass. Sie haben sehr, sehr feine, klare Höhen. Ja, gefällt mir richtig gut vom Klang. Und von da aus habe ich eigentlich wirklich gar nichts an diesen Dingern auszusetzen. Akkulaufzeit mit 7 Stunden durchschnittlich, aber okay, gut, reicht. Sind auch relativ schnell aufgeladen. Kann euch da jetzt keine Zahlen nennen, aber weil ich die selten komplett leer habe. Ich hatte sie mal innerhalb von 6,5 Stunden auf 20% runter ungefähr. Ja, paaren war gar kein Thema, hat sofort geklappt. Es gibt auch keine Verbindungsabbrüche, wenn man damit rumläuft, auch wenn man sie länger benutzt. Also von da aus sind das richtig, richtig gute Kopfhörer für einen Preis, der mit 90 Euro völlig in Ordnung geht. Und dann ist es einfach nur noch eine Frage des Designs und des Geschmacks an dieser Stelle. Die Dinger gibt es halt immer nur mit diesen ja, Gold-Applikationen. Also es gibt die in Schwarz und in Weiß mit diesem Rose Gold. Und dann gibt es die noch in Blau und in Pink mit richtig Gold. Das ist so eine Geschmackssache. Es ist jetzt nicht so ganz meine Farbkombination. Also ich fände es schön, wenn es die auch einfach noch komplett in Schwarz gäbe, ohne diese Rose Gold Applikation. Aber na gut, man muss ja sagen, ihr habt das ja gerade schon gesehen, wenn man sie ins Ohr tut, die verschwinden hier drin relativ ja, komplett. Also da ist nicht mehr viel, was davon übrig bleibt. Von da aus ist das auch okay. Wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit den Bose-Dingern hier, nur mal so im völligen Vergleich, wie weit die rausstecken, ne? Tag und Nacht Unterschied. Also von da aus, ja, ist das schon richtig, richtig gut, was die hier gemacht haben mit diesem zweiten Päckchen, an dem dann auch aufgeladen wird. So, ja, wie gesagt, ich kann euch die Dinger wirklich empfehlen, nicht nur, weil sie mir die zugeschickt haben, sondern auch, weil sie wirklich, wirklich gut sind. Und ihr könnt den Rabattcode benutzen, randomzeugs15, wie gesagt, dann bekommt ihr nochmal 15% auf diese Dinger. Ja, bisher die besten Bluetooth-Kopfhörer, die ich ausprobiert habe. Schaut euch mal auf der Seite um. Und ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.